Und oh, der Name hier, wir können die nicht weiter Fuckli nennen. Das war jetzt ziemlich lustig bis hierhin, aber ich denke, wir können den nicht dauerhaft Fuckli nennen. Das ist einfach. Das ist assi, das machen wir nicht. Ich denke, wir nennen ihn einfach. Der hat einen Iro, also nennen wir ihn Sascha. Hallo und herzlich willkommen zu RimWorld. Wir hatten ja letzte Episode ziemlich viele Angriffe und unsere ganzen Leute lagen hier im Bett. Das habe ich jetzt alles wieder hinbekommen. Die sind jetzt alle wieder gesund. Das hat ein bisschen gedauert und jetzt sind aber alle wieder auf den Beinen. Und ich bin schon wieder ein Weilchen mit denen hier unterwegs. Und ihr wisst vielleicht noch, dass Sari hier ein Stück von diesem Luziferium genascht hat. Das ist ja dieses komische Drogenzeugs. Und genau, Nate ist ja abhängig. Okay, da geht's direkt weiter. Nate ist abhängig von dem Zeug. Und deswegen haben wir ihm versucht, hier unter Zuweisung die Drogen zu geben, also freizustellen für ihn, damit er die nehmen kann. Und da kann man hier unterschiedliche Drogenrichtlinien freigeben und so weiter. Und wir haben einfach die falsche Richtlinie für alle freigegeben und haben das dann erst bemerkt, als Sari sich Drogen geschnappt hat. Das heißt, die ist jetzt abhängig und das bedeutet, dass sie ständig Drogen braucht. Und ich habe ihr nicht direkt Drogen gegeben und sie ist dann sofort irgendwie ausgerastet. Jetzt ist sie hier draußen unterwegs und rasend vor Wut oder so ähnlich. Und ja, Zustand rasend vor Wut schon eine ganze Weile, also ziemlich lange. Und ja, sie braucht Erholung, sie braucht Nahrung. Ich denke, die stirbt irgendwann, wenn sich niemand um die kümmert. Und das scheint nicht besser zu werden. Jetzt ist Nate in diesem Moment auch verrückt geworden. Der hatte eigentlich vorher gar nichts. Okay, schwere Krankheit. Ich glaube, das ist vor ein paar Sekunden hier, habe ich das nochmal gehört. Schwere Krankheit, da kommt immer so ein Sound, wenn hier so eine rot eingefärbte Meldung kommt. Das hatte ich vor ein paar Sekunden. Und ich dachte, das wäre wieder Sari. War es aber nicht, das war Nate und der ist dann auch direkt rasend vor Wut geworden. Der ist jetzt hier in unserem Lagerraum unterwegs. Oder? Hier draußen ist er unterwegs. Hat schon die Waffe ausgepackt. Also, ich denke mal, Präzisionsgewehr. Ist eigentlich schon ziemlich klar, worauf das hinausläuft. Der wird wahrscheinlich unsere Leute angreifen und wir können dann nicht anders, als ihn auch anzugreifen. Das ist also super unpraktisch. Ich denke, wir könnten Sewa auf ihn hetzen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt irgendwas tun. Und ja, Annemarie ist da unten. Vielleicht nehmen wir einfach Sewa mit hier raus. Die soll sich den dann schnappen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der jetzt sofort Annemarie angreifen wird. Tut er gar nicht im Moment. Rasend vor Wut. Ja gut, solange er nichts macht, können wir einfach abwarten. Oh je. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Leute, die nichts tun. Und ich glaube fast, dass wir hier die besten Chancen haben, wenn wir. Okay, Sari ist wieder in Ordnung. Ich wollte schon auf sie. Ich wollte sie schon irgendwie kampfunfähig machen und ins Bett verlagern. Also ich wollte sie angreifen, weil sie sonst wahrscheinlich irgendwann verhungert wäre, ne? Erholung und Nahrung ist halt schon gefährlich. Naja, die sind auf jeden Fall jetzt schwer krank wegen der Drogenabhängigkeit. Ich weiß nicht, was wir da machen können. Ich glaube, wenn wir ihnen weiter Drogen geben, dann wird es nicht wirklich besser. Sie hat jetzt einmal diese Drogen genommen. Sie ist sofort gnadenlos abhängig. Also, das Zeug ist wirklich heftig, scheinbar. Und ich denke, wir geben denen jetzt erstmal nichts mehr und warten mal ab, was passiert. Vielleicht kriegen die das hin, dass sie irgendwann nicht mehr abhängig sind, dass sie sich davon loseisen. Ich hoffe es. Müssen mal schauen. Unsere Gefangenen haben wir immer noch alle vier. Da ist noch nichts passiert. Ich denke mal, dass wir Tass zumindest irgendwann jetzt schaffen. Der hat hier 87% Schwierigkeit. Das sollte schon machbar sein. Die anderen sind deutlich schwieriger. Und wir haben den Händler. Das ist super cool. Wir haben unglaublich viel Zeug zu verkaufen. Ich habe hier noch so einen provisorischen Lagerraum eingerichtet. Den kennt ihr auch noch nicht. Da habe ich einfach Stoff, Kleidung, alles nochmal eingelagert, damit es nicht draußen liegt. Zum Beispiel Syngarn. Ich denke, das geht draußen langsam kaputt. Deswegen habe ich das mal reingeholt. Und Leder wollte ich da eigentlich nicht drin haben. Leder ist ja so unschön. Ja, minus 31. Gut, nehmen wir das vielleicht da raus. Das muss da nicht unbedingt mit drin liegen. Das ist wahrscheinlich unter Rohstoffe.
Nee. Und dahergestellt. Das Zeug ist teilweise echt schwer zu finden. Textilien vielleicht? Leder? Genau, wir wollen kein Leder da drin. So, dann wird es wieder rausgebracht. Hier liegt unser Gold. Das brauchen wir für unseren Multi-Analysator. Aber wir haben keinen Blaster, deswegen wird da nicht weitergearbeitet. Ich habe hier noch einen Geothermie-Generator hingestellt, weil wir viel zu wenig Energie hatten. Und der ist jetzt fast verbunden. Der ist verbunden. Sieht ja komisch aus hier. Aber ist... Ach, da ist Gras drüber, deswegen. Und wir haben schon wieder Alpha-Biber. Ich denke, wir ignorieren die einfach, bis die in unsere Nähe kommen. Ja, sie sind eigentlich schon in der Nähe. Hm. Und dann jagen wir die und verarbeiten die zu essen. Ich denke, wir machen das jetzt einfach. Wir haben einen Essensengpass. Wenig Nahrung für 20 komplette Balken. Also, das liegt einfach daran, dass unsere ganzen Sachen hier nicht fertig... Ah, die werden jetzt langsam fertig. Also wir hatten jetzt ziemlich lange keine Kartoffeln, kein Mais, kein Reis mehr. Das hat lange gedauert, bis das nachwächst. Wir haben auch ständig Sonnenfinsternis. Also, vor ein paar Minuten hatten wir noch eine Sonnenfinsternis. Gleichzeitig haben wir den vulkanischen Winter. Und ich denke mal, das ist der Grund, warum hier alles ziemlich langsam wächst. Lichtstärke 50%. Bei der Sonnenfinsternis wächst wahrscheinlich überhaupt nicht. Also, das ist ziemlich ungünstig. Solarenergie ist natürlich auch kaum da. Aber das sollte ja irgendwann wieder besser werden. Jetzt schnappen wir uns mal, was macht Nate denn jetzt? Ich finde es auf jeden Fall gut, dass die hier so friedlich sind, obwohl sie rasend vor Wut sind. Normalerweise greifen die dann andere Siedler an, aber das klappt jetzt im Moment ganz gut. Was macht denn Nadine? Trägt Biberleder. Die können wir mal hier mitnehmen, die Nadine. Und hier ein bisschen handeln. Handle mit Pinky. Pinky heißt er. Sie wahrscheinlich. Ich glaube, sie hat rote Haare, oder? Pinky, Tierärztin und Händlerin. So, mal gucken, was wir da machen können. Okay, die hat Neutramin. Sehe ich auf der Stelle. Okay, das Zeug ist ziemlich teuer. Haben die vielleicht auch Medizin? Ja, das Zeug ist auch total teuer. Hm. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich das ausgeben möchte. Vielleicht kaufen wir mal 10? Dann können wir ein Bett bauen, glaube ich. Wow, das ist aber wirklich teuer. Na gut, wir brauchen es. Und hier können wir unsere Tiere verkaufen. Grizzly Bear. Silhouette ist der junge Grizzly. Oh, das ist nicht allzu viel für einen Grizzly. Aber er ist auch noch jung. Vielleicht lassen wir ihn auswachsen und verkaufen ihn dann. Dann ist er nämlich fast 300 wert. Die sind ziemlich viel wert. Hm. Der eine Grizzly, also sie ist schon wieder männlich. Grizzly Bear 1. Der weibliche Grizzly ist schon wieder trächtig, das heißt, wir haben bald noch ein Jungtier. Das ist super cool. Also ich kann es euch nur empfehlen, hier so eine Gruppe von Tieren zu halten und die nachzuzüchten. Die sind ziemlich viel wert. Okay, wir können auch Gefangene verkaufen. Wow. Okay. Das ist ja cool. Das wusste ich noch nicht, dass man Gefangene verkaufen kann. Vielleicht machen wir das. Wir haben ja viel zu viele. Und ein paar von denen sind echt schwer, irgendwie zum Überlaufen zu bewegen. Und ansonsten, ich guck mal, was wir alles verkaufen. Ich denke, wir verkaufen hier so einen Großteil der Drogen. Wir brauchen nicht so viele. Vielleicht behalten wir so ein paar, falls wir irgendwen haben, der abhängig ist und das unbedingt braucht. Ja, jo. Wird geschnupft. Nur Drogen hier. Okay, Rauchblatt-Joints haben wir nicht. Flake haben wir auch jede Menge. Da geben wir auch mal ein bisschen was von ab. Wake up. Malaria-Block haben wir nicht. Luciferium haben wir, das behalten wir mal. Wir haben zwei Abhängige. Mal sehen, ob wir das noch brauchen. Das ist unglaublich viel wert, das Zeug. Wow. Also wenn das beim Verkaufen 54 wert ist, dann ist jede einzelne Einheit davon wahrscheinlich 300 oder so wert beim Einkauf. Also wir müssen 300 dafür hinlegen, wirklich viel. Wir haben eine Schocklanze und wir haben diese Tierstellwellen, das sind diese Artefakte. Die wollte ich mir mal anschauen, die habe ich euch noch gar nicht wieder gezeigt. Die liegen jetzt bei uns im Lager und ich denke, wir verkaufen zumindest mal eins davon. Ich weiß nicht, ob wir sowas jemals brauchen. Das macht die Tiere irgendwie aggressiv. Das ist also auf jeden Fall was Gefährliches, um damit rumzuspielen. Und es heißt Wegwerfartefakt. Also ich denke mal, wenn man das einmal verwendet hat, dann ist es weg und verloren. Dann sind die Tiere einfach eine Zeit lang aggressiv.
So, jetzt gehen wir hier durch unsere ganzen Reste durch. Kurzbogen, Schäbig und sowas, das werde ich jetzt alles verkaufen. Dann kriegen wir wieder ein bisschen was. Bisschen Kohle dazu. MP-Granaten, Langbogen, meisterlich. Alles, was niedrige Qualität ist oder wenig Haltbarkeit hat. Okay, Handel ist abgeschlossen und hier liegt das Zeug jetzt rum. Silber. Wir haben Silber bekommen. Also Silber ist praktisch die Währung, wie es aussieht. Und Neutramin liegt hier. Ich weiß nicht, ob die 10 ausreichen, um 10 Medizin herzustellen. Das sehen wir dann. Unser Drogenlabor ist hier oben. Wir können mal. Okay, haben wir schon. Bis wir 10 Medizin haben, herstellen. Okay. Das sollte gemacht werden. Jetzt muss nur irgendwer das ganze Zeug hier einsammeln. Die schlafen alle oder machen irgendwas anderes. Wolfgang. Okay, die Ernte muss hier eingeholt werden. Das ganze Gemüse ist fertig. Und die haben auch nicht unendlich Kohle hier. Also, die hatte, glaube ich, 1200 Silber dabei und so um die 1000 haben wir bekommen für das, was wir verkauft haben. Das heißt, irgendwann wird es dann ein Tauschgeschäft. Man kann nicht unendlich Silber aus denen rausziehen, aus den Händlern. Ich habe noch ein paar Sachen gemacht. Ich glaube, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Ich habe so eine Turret hergestellt, habe komplett Sandsäcke außenrum und eine Falle davor. Da bin ich super gespannt, wie das funktioniert. Wenn das gut funktioniert, dann mache ich das vielleicht immer so. Das könnte ganz gut klappen. Die hat halt jetzt ganz gut Deckung gegen Fernkämpfer und die Nahkämpfer kommen gar nicht erst ran. Und wenn sie es versuchen, dann müssten sie eigentlich in die Falle reinlatschen. Das könnte ganz gut funktionieren. Mal schauen, wie das wird. Und ansonsten haben wir ja die Teppiche erfunden. Wir haben jetzt bei Böden, haben wir auch roten, grünen und blauen Teppich. Creme und Grau haben wir auch noch. Also praktisch 5 Farben Teppiche. Und die kosten alle einfach Stoff. Das heißt, welche Farbe man nimmt, ist, denke ich mal, vollkommen wurscht. Ich habe schon so ein paar Teppiche verlegt. Und zwar habe ich hier einen hingelegt. Da ist gerade Dreck drauf. Deswegen ist der minus 13. Und hier drin liegen noch 2 rote Teppiche vom Tisch. Und die bringen auch ganz normal 2, wie der Boden auch. Das heißt, im Prinzip scheint es irgendwie vom Aussehen her egal zu sein, was man verlegt, ob Stein oder Teppiche. Die ganzen Steinböden bringen auch alle 2, egal was man da für einen Steilboden drin hat. Ich habe überall unterschiedlich eigentlich. Das hier ist Sandstein. Das hier ist Granit. Sieht alles gleich aus. Und das hier ist auch Granit. Und hier haben wir irgendwo Marmor eigentlich. Kalkstein. Vielleicht habe ich gar keinen Marmor. Doch, hier habe ich Marmor. Also wir hatten jetzt praktisch alle Sorten durch und vom Aussehen sind die alle gleich. Ich denke mal, vom Reichtum ist es unterschiedlich. Also hier ist fast reich und ja, ist nicht ganz so reich, ist auch nicht ganz so reich. Also da müsste man einfach leere Räume hinstellen und das dann mal testen. Holz ist nicht so toll, das gibt noch nicht mal diesen Aussehensbonus. Das heißt, es ist schon cool, das aus Stein oder Teppich zu machen. Und ich denke, wir machen von jetzt an immer Teppich, weil Steinharz ist eine begrenzte Ressource für uns. Und mit unseren Baumwollpflanzen hier können wir unendlich viel Stoff herstellen. Das heißt, Teppiche sind die bessere Wahl, denke ich mal. Und ich denke auch nicht, dass das stackt. Also ich glaube, die nehmen hier den Steinboden raus, wenn wir da Teppiche verlegen. Sieht zumindest so aus. Und Teppiche sind einfach auch ganz cool. Können wir hier blauen Teppich verlegen, wenn wir Lust haben. Genau, hier oben habe ich noch einen Lagerraum, da haben wir noch gar nichts verlegt. Da werde ich dann Teppich wahrscheinlich rein verlegen. Hier brauchen wir dringend Strom. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe hier noch die Tiere mal versetzt. Wir hatten die Tiere ja eigentlich in diesem Vergnügungsraum mit drin. Und der hieß dann Stall. Genau, und das hier ist Krankenzimmer, weil da die Krankenbetten drin stehen. Das heißt Aufenthaltsraum. Das ist ganz gut. Das ist nämlich auch Werkstatt, passt auch. Hier Werkstatt, passt auch. Schlafraum. Jetzt funktioniert das alles besser. Krankenzimmer passt mir auch überhaupt nicht. Es soll eigentlich hier sein. Das hier soll ja eigentlich so ein Aufenthalts- und Essraum sein. Esszimmer. Oh, wir haben unglaublich wenig Nahrung. Wir müssen dringend hier ein paar Tiere jagen. Ich glaube, ich habe die schon hier zum Jagen freigegeben. Schon wieder jemand. Sari. Zum Ort springen. Gut. Mal sehen, was die macht. Ich hoffe, die ist auch so friedlich, wie Nate das war. Nate ist jetzt wieder friedlich geworden. Der ist nicht mehr rasend vor Wut. Und Sari. Ja, mal sehen, was Sari macht.
Wo ist sie überhaupt? Ah, da drin ist sie. Ich muss sie jetzt erstmal finden überhaupt. Im Aufenthaltsraum. Die sollte eigentlich schlafen. Ist doch mitten in der Nacht. Na gut. Ich habe hier noch so ein Funkfeuer mit reingestellt. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Wir könnten jetzt eigentlich mal jemanden aufwecken. Weil wir nehmen einfach die Helga, die ist sowieso noch wach. Was macht die da draußen? Hufeisen werfen, mitten in der Nacht. Na gut, die will ich jetzt nicht wirklich nehmen. Die soll nämlich eigentlich hier ihr Vergnügen komplett auffüllen. Die ist ja immer so schlecht gelaunt. Oh, richtig gut heute. Cool. Okay, dann können wir die auch nehmen. Und aufs Funkfeuer hier ansetzen. Oh, das geht gar nicht. Da habe ich noch nicht so ganz verstanden, wozu das da ist. Das hat auf jeden Fall was mit Handel zu tun. Und es war unter diverses orbitales Funkfeuer. Und man kann wohl irgendwie Waren, die im Umkreis sind, verkaufen. Das hat hier so einen Umkreis, so einen Radius, in dem das arbeitet. Und mehr weiß ich im Moment noch nicht. Ist mir noch nicht so ganz klar, wie das funktionieren soll. Vielleicht stellen wir mal die große Funkanlage irgendwo hin. Mal schauen. Vielleicht habt ihr da eine Ahnung, wozu das gut sein soll. Erzeuge Lager. Wir können hier eigentlich nichts weiter machen. Na gut, das werde ich mir dann noch ein bisschen beobachten und schauen, was man damit anstellen kann. Das steht jetzt mitten in unserem Lager. Und ansonsten läuft alles ganz gut. Nadine da draußen, kauernd. Oh, die schießen jetzt auf Sari. Wow. Was hat der denn? Brandgeschosswerfer. Der schießt jetzt auf meine Base und Leute. Und Ressourcen. So ein Assi. Die sind ganz schön gut ausgestattet hier. Wow. Okay, er zieht wieder ab. Jetzt kommt Pinky und schießt auf Sari. Das ist eine Katastrophe hier. Die sind ganz schön aggressiv. Die werden jetzt wahrscheinlich, ja, die werden jetzt Sari erledigen. Okay, jetzt können wir sie retten. Ich denke mal, irgendwer macht das schon. Blanchard, nehmen wir dich mal hier zum Retten. Jetzt ist es auf jeden Fall gemacht. Ich hoffe mal, die hören jetzt auf meine Leute hier zu schießen. Egal, ob die gerade böse sind oder nicht. Sari und Nate sind einfach beide krank. Müssen wir einfach schauen, wie sich das entwickelt. Ich will denen nicht weiter Drogen geben. Das ist einfach eine doofe Lösung. Ich will das jetzt mal ausprobieren, wie das ist, wenn die ihre Drogen nicht kriegen. Ob man die vielleicht von den Drogen wieder runterbekommt oder nicht. Ich habe hier so einen Röhrenfernseher noch mit reingestellt. Auch ziemlich cool. Und der hat hier scheinbar. Okay, der hat hier wohl so eine Fläche, wo man sich hinsetzen oder stellen kann, um den anzuschauen, um da irgendwie irgendeinen Kanal zu schauen oder was. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe den erstmal nur hier reingestellt. Gut, zwei Stühle stehen da. Vielleicht funktioniert das so. Ansonsten müssen wir doch einen Stuhl davor stellen. Die Sessel habe ich noch nie irgendwen benutzen sehen. Ich denke mal, dass die so eine Reichtumssache sind. Vom Aussehen her sind die irgendwie auch nicht so toll. Ach, das ist jetzt nicht so wirklich toll. Der Stuhl bringt 41 Aussehen. Aber ich denke mal, dass die den Reichtum von so einem Raum erhöhen. Wäre jetzt meine Annahme. Das muss ich alles noch rausfinden, wie das mit dem Reichtum ist. Das wird nicht direkt angezeigt. Okay, die ziehen wieder weiter. Sari liegt im Bett. Was ist denn mit Helga? Okay, wird versorgt von Helga. Perfekt. So wollen wir das. Und, oh, der Name hier, wir können die nicht weiter Fuckli nennen. Das war jetzt ziemlich lustig bis hierhin, aber ich denke, wir können den nicht dauerhaft Fuckli nennen. Das ist einfach, das ist assi, das machen wir nicht. Ich denke, wir nennen ihn einfach, der hat einen Iro, also nennen wir ihn Sascha. Nach so einem bekannten Iro-Träger. Vielleicht kennt ihr den ja. Und das ist ein bisschen cooler, als ihn hier Fuckli zu nennen. Das ist schon ein bisschen hart. So, Jäger oder Fernkampfwaffe. Das ist Sari. Die muss erstmal gesund werden, dann kümmern wir uns darum. Die braucht erstmal keine Waffe in ihrem Bett. Cole, was ist mit Cole los? Also, wir haben inzwischen so viele Leute, dass hier ständig irgendwas ist. Cole ist neidisch. Wegen den Schlafräumen. So. Und wir müssen mal gucken, dass wir hier mehr Nahrung rankriegen. 12 haben wir nur noch.
Obwohl wir jetzt wieder Gemüse hier langsam haben. Ich glaube, wir haben inzwischen so viele Leute, dass wir das mal erweitern müssen hier. Genau, ich werde mich mal um die Farm kümmern, dass wir genug zu essen haben. Und vorher zeige ich euch noch den Mörser. Den habe ich euch, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Ich habe den jetzt einfach mal hier hergestellt. Und ich denke, das war ein Fehler. Ihr seht, die Reichweite ist viel zu kurz. Das heißt, wir installieren den mal woanders. Zum Beispiel hier vorne. Das mal so vielleicht. Ich hoffe, man kommt da noch an die Turret ran. Aber hier bringt er uns nichts. Wir wollen nicht unsere eigene Basis hier mörsern. Der verschießt eben, wie Mörser das so tun, Explosivgeschosse auf eine relativ große Reichweite. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil die Turrets haben ja die gleiche Reichweite. Fast. Also, weiß nicht, ob wir die wirklich gut verwenden können, weil wenn die Leute auf die Reichweite rangekommen sind, dann sind sie auch schon gleich da. Dann kann man vielleicht zweimal auf die schießen und danach wird der Mörser angegriffen und der kann explodieren, wenn er angegriffen wird. Das ist also ziemlich gefährlich. Na gut, werden wir mal ausprobieren. Und ich kümmere mich jetzt mal um unsere Farm, dass wir genug zu essen haben. Das ist super wichtig. Da die Kartoffeln sind auch alle reif. Also jetzt soll es wieder besser werden, was das Essen angeht. Es wird scheinbar nicht besser mit Nate. Der liegt schon wieder im Bett. Der ist jetzt zwei oder dreimal schon direkt nach dem Aufstehen wieder verrückt geworden. Und dann wird er halt direkt immer wieder ins Bett befördert, weil er den Bären angreift oder sonst irgendwen. Und dann müssen wir ihn halt einfach wieder ausschalten und zurück ins Bett verlagern. Ich weiß nicht wirklich, was er mit ihm machen soll. Also entweder wir geben ihm weiter Drogen oder das Ganze funktioniert nicht, wie es aussieht. Ich weiß nicht, Sari ist jetzt schon eine Weile relativ ruhig. Die haben aber beide eine schwere Krankheit hier. Also ist die Frage, wenn er jetzt so weitermacht, wenn er gleich wieder aufsteht und irgendwen angreift, dann sieht es ganz schlecht für ihn aus, weil er hier langsam wirklich sein Health verliert. Der hat nicht mehr viel Hitpoints. Und ja, irgendwann wird er wohl sterben, wenn es so weiterläuft. Ich warte jetzt nochmal ab, was passiert. Wenn er jetzt gleich wieder aggressiv wird, dann gebe ich ihm das nächste Mal, sobald er gehen kann, falls ich es schaffe überhaupt, wieder Luziferium. Oder vielleicht kann man ihm das irgendwie verabreichen. Ich weiß es nicht. Okay, das ist jetzt Sari. Ja. Die greift jetzt wieder alle an. Was ist jetzt los? Wieso geht das nicht? Unfähig, Gewalt anzuwenden. Wieso habe ich dem dann eine Keule gegeben? Das ist ja doof. Na gut, dann brauchen wir hier jemanden, der hilft. Und zwar nehmen wir da mal, wer ist in deiner Nähe? Niemand. Lauf um dein Leben. Nadine. Blanchard, nehmen wir mal Blanchard. Die hat hier so eine schöne Waffe. Und die soll sich mal hier Sari holen. Sascha lässt sich weiter prügeln, das ist unpraktisch. Nee, oder? Jetzt hat er Sascha auch noch umgenietet. Also die sind ein echtes Problem, diese Drogenabhängigen. Das ist unglaublich. Jetzt haben wir diverse Verwundete hier. So, rette den mal. Und Helga rettet Sari. Und ich glaube, wir müssen dem wieder Drogen geben. Es scheint keine andere Lösung dafür zu geben. Die sind sonst permanent aggressiv. Und das ist super unpraktisch. Wir können es mit Nate nochmal ausprobieren, aber ich denke, das sieht ganz schlecht aus. Kampfmodus beenden. Das Problem ist, wenn der jetzt wieder aufsteht, sobald er wieder gehen kann, wird er wahrscheinlich aufstehen und wieder verrückt werden. Das heißt, wir können ihm gar keine Drogen mehr geben. Vielleicht sind wir da schon zu spät. Blanchard muss auch ins Bett. Die Betten sind alle belegt schon wieder. Na gut. Dann sollt ihr mal den Olaf behandeln, bevor die da rumsitzt. Und ansonsten, ja, ich bin eigentlich nur mit den beiden beschäftigt im Moment. Ist ein bisschen schwierig. Wir hatten auch schon wieder verrückte Biber. Haben auch schon wieder angegriffen. Das war überhaupt kein Problem. Und Seva guckt gerade fern, wie es aussieht. Das funktioniert also ganz gut mit dem Stühlchen hier. Okay. Ist eigentlich eine ganz witzige Sache mit dem Fernseher. Kostet ein bisschen Energie.
Und Seva hat jetzt den Blastahl-Knüppel. Sie ist Raufbold und 10 Nahkampf, also ziemlich gut. Da habe ich ihr den mal gegeben. Ich denke, diese Blastahl-Sachen sind unglaublich stark. Wir hatten schon Gegner mit den Waffen. Von denen haben wir die Waffen, ja. Und die waren ziemlich gefährlich. So, Sascha kann wieder laufen, das ist schon mal gut. Oh Mann, dem geht's echt mies. Na gut, ich denke, ich werde dem wieder Drogen geben, wenn sich das jetzt mit Nate nicht bessert. Der dürfte jetzt bald wieder laufen können. Und dann könnte ich ihm zum Beispiel hier wieder Luciferium geben. Das Doofe ist, das geht halt irgendwann aus. Wir haben nur noch 7 Stück. Das Zeug ist mordsteuer, also ich werde das sicherlich nicht kaufen. Und das gibt's auch selten zu kaufen eigentlich. Der letzte Händler hatte das. Na gut. Was haben wir hier noch? Wir haben Seva rumlaufen. Ah, die ist gerade beschäftigt. Wir brauchen irgendwen, der nicht beschäftigt ist. Wolfgang? Was machst du? Trägt Kräutermedizin. Na gut, ich denke, wir schnappen uns einfach mal den Wolfgang. Ich habe hier nämlich so ein, wie heißt das Gerät, Funkanlage hingestellt. Das ist praktisch sowas ähnliches wie dieses Funkfeuer, wie es aussieht. Und da kann man irgendwelche Fraktionen kontaktieren. Die kennen wir alle schon. Die drei hier haben uns schon angegriffen. Die sind ziemlich mies drauf. Wenn wir die kontaktieren, dann legen die einfach wieder auf. Oder schimpfen ein bisschen, wie es aussieht. Mehr passiert da nicht. Und Nate kann wieder laufen. Also ich hätte jetzt die Möglichkeit, ihm Drogen zu geben. Wenn er nochmal verrückt wird, dann gebe ich ihm das Mal drauf Drogen. Er ist jetzt, glaube ich, schon 5-mal verrückt geworden. Also es sieht nicht so aus, als würden die irgendwann von den Drogen loskommen. Ja, schreit ein paar Beleidigungen ins Mikrofon und trennt die Verbindung. Stamm der Ureinwohner, das sind wohl irgendwelche Ureinwohner hier. Deswegen kommen die auch immer mit Bogen und Keule. Also, es bringt nichts. Ich habe vorher, habe ich das schon mal getestet, ich hatte das Funkfeuer hier draußen irgendwo stehen, außerhalb unseres Gebäudes, weil ich gedacht habe, das ist ein Funkfeuer, das braucht halt irgendwie einen Funkmast oder so. Scheint es aber nicht, man sollte das wieder nach drinnen stellen, weil es draußen bei Regen Kurzschluss bekommt und so weiter. Deswegen habe ich das wieder abgerissen. Und da habe ich es mit Seva versucht, die hat deutlich bessere soziale Fähigkeiten, hat aber das gleiche Resultat. Also man sollte da wohl Leute nehmen, die sozial ziemlich gut sind. Eigentlich. Ich wollte es euch nur mal kurz zeigen. Wir können mal hier die Onkel vom Berg kontaktieren. Die Onkel vom Berg und diese Priester-Leute sind ja zwei ganz nette Fraktionen, mit denen wir schon oft gehandelt haben. Und denen kann man hier so Geschenke anbieten oder eine Handelskarawane anfordern. Ist schweineteuer, kostet 600 Silber. Aber man könnte das machen, wenn man jetzt dringend handeln will und es einem das wert ist. Dann könnte man die anfordern. Die kommen aber auch so relativ häufig, also muss nicht unbedingt sein. Und man hat da eben auch immer, kann nachschauen, wie das Standing ist mit der Fraktion. Das ist auch ganz cool. Wieso liegt das denn da draußen? Holt das mal hier rein, nicht, dass es kaputt geht, das schöne Gewehr. Aber ansonsten liegt hier hoffentlich nichts rum. So. Ich habe keine Ahnung, was mit der ganzen Nahrung passiert. Wir haben jetzt 30 Nahrung. Das ganze Zeug, was hier reif geworden ist, ist scheinbar irgendwie schon verarbeitet. Das Einzige, was hier liegt, sind so ein paar Kartoffeln. Das war's schon. Ist also wirklich verrückt, was die Leute essen. Und wir haben schon wieder einen Blitzsturm. Kennen wir. Wird wieder ein paar Feuer geben. Aber hier gibt es sowieso nicht viel, was brennen kann. Das muss erstmal alles nachwachsen. Hier brennt es ja die ganze Zeit. Und dann hatten wir noch diesen giftigen Regen. Hier liegen noch überall die Skelette vom giftigen Regen. Das sind auch ziemlich unschöne Umgebungen, diese Skelette. Die machen jedes Mal hier minus 150 oder so aussehen. Das heißt, wenn da unsere Siedler durchlaufen, dann finden die das auch wieder nicht so toll. Das macht die Sache nicht leichter. Hier liegt auch sowas rum, tote Schildkröte. Naja. Gut, ich beobachte mal meine Drogenabhängigen. Und dann schauen wir mal, was wir mit denen machen. Genau, ich gebe denen keine Waffen mehr. Die sollen nicht auch noch Waffen haben, wenn sie schon immer unsere Leute angreifen. Das ist ein bisschen uncool. Was mit Blanchard? Die schläft jetzt. Und die scheint wieder gesund zu sein, alles klar. Müssen uns nicht mehr drum kümmern. Wir haben nur noch die drei hier. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. War ziemlich turbulent und ziemlich durcheinander hier. Aber wir haben auch ein paar neue Sachen stehen. Und ich denke, da geht ganz gut was voran. Mal sehen, was wir mit den drei
Gefangenen hier machen. 4 haben wir sogar. Wir müssten dringend mal hier irgendwie einen Raum wieder frei bekommen. Und es sieht so aus, als wäre das ziemlich, ja, aussichtslos teilweise. Zumindest hier mit denen, die über 90, also 99, die beiden hätten wir verkaufen können. Das machen wir das nächste Mal. Ich denke nicht, dass es das was wird mit denen. Das ist einfach zu unwahrscheinlich. Okay, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hatte auf jeden Fall wieder Spaß. Ich habe schon wieder ziemlich lange alleine gespielt. Ihr habt es ja gemerkt am Anfang. Stand einiges Neues da. Das Spiel macht wirklich süchtig und ich habe einen Heidenspaß damit. Schön, dass ihr dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!